Ich wurde getaggt. Getaggt, getaggt, tag, 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 getaggt, getaggt, getaggt. Ha. Und ihr nicht. Ha. Abgesehen von den anderen zwei wurden auch getaggt, aber ich wurde getaggt. Tja, ha. Ach, sonst tickt mich ja auch kein Schwein, ey, mal ganz ehrlich. Okay, das regt mich auch auf. Mich taggt kein Schwein. Spuck auf euch. Also, danke, Blogsblog, dass du mich getaggt hast. Ja, so, zu deinen Fragen, was mich aufregt im privaten Leben und auf YouTube. Naja, bei YouTube ist es jetzt nur eine Sache, was mir jetzt gerade auffällt, aber das ist das Allerschlimmste, was mich immer wieder aufregt. Und ich krieg da so einen Kopf. Glaubt mir, ich krieg da so einen Kopf. Und im Privaten sind das so Kleinigkeiten, aber ich erzähl euch. Also, bei YouTube regt es mich auf. Ich hoffe, ich werde auch nicht gelöscht oder so. Ist halt nur meine Meinung und ja, ist halt nur meine Meinung. Ja, also mich regt bei YouTube auf, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, wird es nicht angenommen. Meistens. Nicht immer. Aber öfters. Warum? Ich sag nur eins und das sagt schon alles. Also wenn ich das Wort sag, das sagt schon alles. Musik. Ja, ich weiß, es sagt schon alles. Ja, die Musik. Ja, also bei meinem Video, was waren das? Ach, das waren so viele Videos. Also das letzte Video, was ich gemacht habe, ist ja YouTuber-Zeichnung, Manga-Zeichnung. Genau, Manga-Zeichnung. Und ich habe das Ganze mal gemacht. Ich habe mich gefreut, lalala, gezeichnet, bearbeitet, lange, sehr lange dran gearbeitet und habe ein paar Lieder genommen. Normale Lieder, die eigentlich jeder hört und so. Und was auch auf YouTube ist, was ich nicht verstehe. Ja, kommen wir noch dazu. Die Musik gibt es auch auf YouTube. Und nicht nur einmalig, sondern mehrmals, ne? Okay, gut. Gut, ich habe ein paar Lieder genommen. Mit den Liedern habe ich halt mein Video bearbeitet. Und ja, das war ganz okay. Ich habe dann das Video gespeichert und auf YouTube hochgeladen. Was dann? Ja. Das bedeutet auf Deutsch, ja, ihr Video, bla bla bla. Ich weiß den Text echt nicht auswendig. Den habe ich so oft gelesen, weil es echt nicht auswendig. Bla 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 bla. Irgendwas mit, ja, das Lied wurde bla geklaut, bla. Und ja, ihr wisst schon, was ich damit meine. Und okay, ich kann schon verstehen. Hab gemeint, ja, okay, komm, dann mache ich was anderes. Hab ich auch gemacht. Ich habe mir andere Lieder angeschaut und habe gemeint, komm, die gibt's auch mehrmals auf YouTube. Dann versuche ich mit den Liedern. Habe ich auch gemacht, bla bla. Und ja, hat wieder nicht funktioniert. Naja, gut. Ich saß echt 6 Stunden an meinem Video. 6 Stunden. Leute, stellt euch mal vor, okay, manche sitzen 10 Stunden am PC, aber ich meine, nur wegen Video, du hast nichts gemacht. Okay, ein bisschen Facebook, ein bisschen Skype, bla bla bla. So nebenbei, aber sonst nur Video. 6 Stunden lang. Für ein Schrottvideo. Okay, kein Schrott. Nur, das geht nur 7 Minuten lang, nur wegen der Musik. Hat's nicht funktioniert, naja. Und dann habe ich mich echt aufgeregt. Ich hätte da schon beinahe fast geheult, wie noch was. Ich war echt fertig mit den Nerven. Ich habe echt aufgegeben am Dienstag, das war auch abends.
Und ich habe gemeint, komm, mach ich's morgen. Und da habe ich so gedacht, ja, da gucke ich mir halt was anderes. Und dann habe ich halt diese Lieder gefunden, was ihr jetzt schon gesehen habt, also bei meinem Video. Und ja, es hat geklappt. Gott sei Dank. Ja, das regt mich bei YouTube auf momentan. Sonst eigentlich noch nichts. Okay, und was mich privat so richtig, ja, wie soll ich sagen, richtig ist das Zeichnen erstmal. Meine Buntstifte regen mich auf, weil ich zeichne. Und mit Buntstifte zeichne und dann, wenn ich auf meine Hände schaue, alles verschmiert und das schöne Blatt, alles verschmiert, alles dreckig und alles umsonst gemacht und dann sieht es so verschmiert aus halt, so nicht schön und da reg ich mich voll auf, also da werde ich zum Tier, gerade beim Zeichnen werde ich zum Tier. Und was mich auch tierisch aufregt, wenn meine Mangas einen Knick bekommen, da werde ich zum Tiger. Ohne Scheiß. Wenn es um Manga und Zeichnen geht, ich flippe da durch. Was mich auch momentan auch sehr tierisch auf den Keks geht, ist Schule. Ach, Schule. Sehr schlimm. Ja. Was regt mich auf? Ja, halt so mein Lehrer. Zum Beispiel heute, also heute der 5. Dezember 2011, habe ich eine Entschuldigung für den, okay, ich war einfach mal dreimal krank, ne, und ich habe halt eine Entschuldigung geschrieben. Ich bin ja schon 18. Ja. Und, ich war am Freitag, also letzten Freitag war ich nicht in der Schule, weil ich krank bin. Ja. Und habe ich halt die Entschuldigung geschrieben, habe ich es heute dem Lehrer gegeben. Was sagt mein Lehrer? Er guckt sich durch, ich gehe auf meinen Platz, paar Minuten später, 10 Minuten ungefähr, so lacht er mich aus. Und dann schmeißt er das Blatt vom, also vor sich hin, also mein Entschuldigung, schmeißt er irgendwie mal vor sich hin und lacht mich aus, so in der Art. Okay, jetzt nicht so auslachen, aber hat gemeint, ha 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 ha. Ihr habt am Freitag eine Arbeit geschrieben. Hahaha. Weißt du, was das heißt? Und ich so ganz dumm gefragt. Nein, was heißt es denn? Weil eigentlich weiß ich ja, was es heißt. Man muss halt ein schriftliches Attest abgeben, wenn man eine Arbeit schreibt. Pff. Aber ich wollte mir ja mal auf dumm machen. Hab gemeint, ganz nett. Was denn? Und er so, ha! Ihr habt am Freitag eine Arbeit geschrieben. Ha! Weißt du, was das bedeutet? Ha! Ja, du bekommst eine 6. Warum? Ja, weil du kein schriftliches Attest hast. Vom Arzt und nicht von dir selber. Ja, aber ich war am Freitag aber nicht beim Arzt. Ich war zu Hause und mir ging's echt übel. Ha! Na und? Wenn wir Arbeiten schreiben und ihr krank seid, immer ein schriftliches Attest. Ja, es tut mir leid. Weiß auch nicht. Ja, dann geh zum Arzt. Ja, okay. Ja. Das regt mich auf. Total. Immer. Voll unnötig. Voll unnötig. Ein schriftliches Attest, ey. Ohne Mist. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen hab oder Frauenprobleme hab, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Zum Arzt gehen muss oder ja, zum Arzt rennen muss, nur wegen sowas, so Kleinigkeiten. Weil man morgens nicht aufstehen kann, weil man Kopfschmerzen hat, kann ich nicht um 8 Uhr morgens oder, nein, nicht 8 Uhr morgens, sondern um 6:30, man steht immer auf, um 5:30 so ungefähr, aufstehen und zum Arzt rennen. Nur weil ich an dem Tag eine Arbeit schreibe. Also mal ganz ehrlich, das ist ja sowas von unnötig, aber naja. Das regt mich tierisch auf. Ich glaube, das regt eigentlich jeden auf, aber ob das bei jedem ist, weiß ich nicht, aber das regt mich echt auf. Und was mich auch aufregt, sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn mein Bruder öfters als erstes ins Bad geht oder wenn ich irgendwas nicht finde oder
wenn mein PC hängt oder wenn ich angeschrieben werde, wenn ich beschäftigt bin und werde angeschrieben und wenn ich Langeweile habe und warte, bis mir hier jemand schreibt, kommt nichts. Sowas regt mich auch auf. Und sonst so Kleinigkeiten. Ja. Ja, das war's mit meinem Aggressionsvideo für heute. Ich bedanke mich nochmal an Blogspot, Mr. Green in Anführungsstrichen, dass er mich getaggt hat. Und vielen, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut. Danke, dass ihr mir zugehört habt und ja.